Also, zuerst müsst ihr die Haare abteilen. Das ist auch das Schwierigste eigentlich bei der Perücke, weil die Haare so strohig sind. Und ihr könnt mal gucken hier bei der Sirena. Dreh mal um, Mavi. Die hat hier noch so einen hochstehenden Pferdeschwanz zum durchsichtigen Haargummi abgebunden. Der ist hier ganz oben auf dem Kopf. Den machen wir jetzt zuerst. Dann sucht ihr euch eine schöne Partie Haare ab, die sich abteilen lassen. Und nehmt die alle so hoch. Und bindet die hier oben, wie die Sirena, zu einem Zopf. Wenn ihr jetzt kein durchsichtiges Haargummi habt, könnt ihr natürlich auch ein blaues nehmen. So. Könnt ihr das hier noch ein bisschen rausziehen. Jetzt haben wir schon mal den Zopf hier oben. Die Sirena hier an der Seite. So drei Kordeln. Die machen wir jetzt als nächstes. Und wie die Kordeln gehen, das könnt ihr in unserem letzten Video sehr schön sehen. Das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt fangen wir an der Perücke uns drei gleiche Strähnen abzuteilen. Ungefähr gleich dick. Und die drehen wir dann zu Kordeln. Und zwar dreht ihr immer beide Strähnen in die gleiche Richtung, schlagt sie nach der anderen Richtung um. Die genaue Anleitung könnt ihr dann nochmal in unserem letzten Video sehen. So, und die letzte Kordel noch. So, jetzt haben wir die drei seitlichen Kordeln. So, jetzt müssen wir versuchen, die Haartolle von der Sirena hinzukriegen. Natürlich nicht so einfach mit diesem kurzen Pony. Deswegen nimmt ihr am besten ein Glätteisen und zieht den Pony mal so hoch und knickt den beim Hochziehen nach hinten. Dass sich der Pony so nach hinten rumbiegt. Müsst ihr ein paar Mal machen, dann geht das eigentlich ganz gut. Stellt das Glätteisen nicht zu heiß, wir haben jetzt hier 160 Grad, nur nicht, dass die Perücke schmilzt. Dann biegt ihr euch den Pony immer noch so ein bisschen zurecht, dass ihr so eine Tolle bekommt. Dann nehmt ihr was Haarspray und sprüht euch die Tolle fest. So, jetzt hat die Sirena noch so einen seitlichen Pferdeschwanz. Hier. Und das machen wir jetzt genauso und dann sind wir schon fast fertig. Und die Haare einfach so zur Seite. Bindet locker so einen Zopfgummi rum. Und dann ist die Sirena fertig.